vorstellen, wie wohl ich mich hier fühle. Jedes Mal, wenn ich herkomme, fasziniert mich die Atmosphäre aufs Neue. All die Neonlichter da draußen scheint die Sonne und hier ist es nachts, sogar mittags um 12. Der ganze große Raum voll von Automatenreihen und Spieltischen. Ja. Und sieh dir doch mal diese Leute an, die verspielen ihre Mieten und das Geld für das Mittagessen. Sie setzen alles ein bis auf ihren letzten Cent und denken, dass sie hier Millionäre werden. Ja, absolut. Zum Glück haben wir diese Probleme nicht. Du sagst es, mein Schatz. Ich bin eine ganz schreckliche Spielerin, ich verliere doch nur. Ich denke, das wird so eine Art Zeichen sein. Was meinst du? Du hast völlig recht. Ja, dann vergiss nicht, dir kann es genauso gehen. Wir sollten uns nicht ablenken lassen, sondern zur Rezeption gehen und Folgendes herausfinden. Ist der Mann hier auf dem Bild noch ein Gast dieses Hotels? Findest du es hier drin eigentlich nicht sehr dunkel? Warum? Ach, darum. Ja. Ich sehe viel besser ohne sie. Du siehst auch besser aus ohne sie. Das hättest du mir auch früher sagen können. Ich vergaß, dass du ständige Kontrolle benötigst, Schatz. Du erinnerst dich hoffentlich, dass du einen Hut trägst, einen rot geschabten. Es wird dich sehr erstaunen, aber ich weiß, dass ich einen Hut auf dem Kopf habe, also red über was anderes. Ah. Und noch eins. Du solltest Acht geben, dass nicht noch einmal so etwas passiert wie in Palm Springs, Keith. Wir sind hier, weil wir Mason suchen und wir werden ihn auch finden. Du wirst hier also keine Kellnerin anmachen, sondern etwas anderes tun. Wir müssen ihn finden, bevor ihn jemand anderes findet. Und falls dir immer noch nicht klar geworden ist, wen ich damit meine, es geht um Julia und ihren komischen Priesterfreund. Keith? Was machst du denn da? Kirschen, eine Banane. Und jetzt habe ich drei Bananen. Wissen Sie, ich habe heute die schönsten Stunden seit langer, langer Zeit verbracht. Das verdanke ich Ihnen. Ach, das ist nett. Ich bin glücklich, dass es mir gelungen ist, Sie von Ihren Problemen abzulenken. Sie haben eine wundervolle Art, einen Mann auf andere Gedanken zu bringen. Doch es scheint nicht nur mir so zu gehen. Der Herr dort hinten ist auch sehr beeindruckt von Ihnen. Ja, der Herr ist mein Mann. Ich meine, er war's mal. Er ist mein Ex. Ah. Ich will, dass er mich in Ruhe lässt. Ich bin jetzt eine ungebundene, glückliche Frau in sehr charmanter Gesellschaft. Danke, es reicht. Wer ist dieser tanzende Staubsaugervertreter? Er ist kein Staubsaugervertreter, der ist Arzt. Soll das etwa eine ärztliche Untersuchung werden? Er ist ein Freund von mir. Ach ja, Sie scheinen sich sehr gut zu verstehen. Wie ist sein Name? Arthur Donnelly. Er arbeitet im City Hospital. Du wirst doch hier keine Szene veranstalten. Nein, das überlasse ich den wilden Tänzern. Es ist nicht mal raus, ob Victoria ihn auch wirklich bei sich hat. Wo sollte er sonst sein? Chip ist weg und Victoria ist nicht aufzufinden. Bei ihrer Mutter geht niemand ran. Sie wird auch nichts wissen und Terry ist doch nicht dumm. Sie weiß, das ist der erste Ort, wo wir nach ihr suchen. Hattet ihr Glück? Nein. Denkt ihr nicht auch, dass es jetzt besser wäre, die Polizei einzuschalten? Ja, aber das Problem ist, wir wissen, dass keine Straftat begangen wurde. Es ist ihr eigenes Kind und sie hat das Sorgerecht dafür. Aber möglicherweise hat sie Angst, dass man ihr das Sorgerecht nehmen wird. Ich wundere mich nur, dass der Anwalt ihr zu so etwas geraten hat. Er denkt, sie hätte die besseren Karten. Nun, ob er damit recht behält, das wird sich noch erweisen. Habt ihr schon Major Hamilton gefragt? Vielleicht weiß der was. Ich habe mit ihm telefoniert, er weiß nichts. Ich werde noch einmal zu ihm gehen, dann soll er mir das direkt ins Gesicht sagen. Cruz, ich sage es nicht gern, aber vielleicht ist sie nicht mehr hier in Santa Barbara. Ich hatte nie gedacht, dass sie das tun würde. Also eins steht fest. Man darf keine Möglichkeit ausschließen. Sie kann überall sein. Zum Beispiel in Los Angeles und dann weiterfliegen. Es sieht aus, als würde ich nie wieder meinen Sohn sehen können. Fällt mir auch nicht, dich überall herumzuschleppen. Ich würde gerne in Santa Barbara bleiben, aber das geht nicht. Weißt du, alle sind dort gegen uns. Sie denken alle, ich bin keine gute Mutter, aber du weißt das besser als sie. Stimmt's, mein Kleiner? Du weißt das. Soll ich dir sagen, warum ich mit dir so umherziehe? Ich muss das tun, damit wir zusammenbleiben können. Ich hab dich so lieb.
Wissen Sie, irgendetwas lässt mich ahnen, dass Sie mir ganz sicher sagen können, wo sich mein Sohn aufhält. Nein, das kann ich nicht. Das habe ich Ihnen auch schon heute früh am Telefon gesagt. Sie sind Ihr Freund, Sie leben hier mit ihr und Sie versuchen, sie zu beschützen. Hören Sie, Castillo. Es ist noch nicht vollständig geklärt, was hier wirklich vor sich gegangen ist. Aber wenn das, was Sie sagen, wahr ist, würde ich Ihr Verhalten nicht verzeihen und Sie erst recht nicht beschützen. Ich muss Ihnen doch wohl nicht erst sagen, in welcher aussichtslosen Situation Sie sich momentan befindet. Es ist schon jetzt vorhersehbar für mich, dass Sie etwas kolossal Dummes tut. Sie brauchen sich wegen Chip keine Sorgen zu machen. Victoria würde nichts tun, was dem Kind schadet. Was macht sie eigentlich so sicher, dass sie es hat? Sie ist doch erst seit ein paar Stunden weg. Vielleicht ist sie irgendetwas einkaufen oder im Kino. Sie ist nicht vor Gericht erschienen. Denken Sie, das Sorgerecht ist dir so egal, dass sie sich lieber einen Film ansieht? Ich weiß nicht, was sie getan hat. Ich meine, wir sollten uns doch nur mal überlegen, ob es nicht einen ganz simplen Grund für ihr Nichterscheinen geben könnte. Diese Möglichkeit können wir doch in Erwägung ziehen, oder etwa nicht? Ja, natürlich, diese Möglichkeit können wir in Betracht ziehen. Ich werde Ihnen sagen, was der Grund dafür ist. Sie ist nicht ganz bei Sinnen. Sie bricht in mein Haus ein, entführt meinen Sohn und dann verschwindet sie. Ich glaube nicht, dass sie das getan hat, ohne dass ihr jemand geholfen hat, stimmt's? Ich befürchte, dass Sie das waren. Drohen Sie mir nicht, Castillo. Es wäre alles nicht passiert, wenn Chip bei mir gewesen wäre, wie Victoria es wollte. Ah, Moment. Wir sollten uns vielleicht doch erst mal an die Fakten erinnern. Es gibt einen Grund, warum ich ihn hier weghaben wollte. Als ich durch diese Tür dort eintrat und sah, was hier vor sich ging, wie mein Sohn allein in einem Schrank saß, ganz allein und völlig verängstigt, da durfte ich ihn nicht länger hier lassen. Und falls irgendwas dem Jungen passiert, irgendwas, werde ich Sie persönlich dafür zur Verantwortung ziehen. Entschuldigen Sie mich. Oh ja, was Miss, ist denn? Ja. Das hat er verloren. Oh, Sie, mein Schön. Was hier ist? Er scheint sehr schüchtern zu sein. Er hatte Angst, als ich es ihm geben wollte. Danke, vielen Dank. Mein Name ist Barlow. Ich bin Lieutenant bei der US Navy. Ich fahre nach San Diego und dann auf die Philippinen. Wohin wollen Sie? Wir wollen nach Mexiko. Mein Sohn und ich, wir fahren nach Mexico City. Du stehst schon länger als eine Stunde an diesem Automaten. Was mache ich? Ich stehe doch nicht. Ich sitze, ich gewinne. Sind das deine Gewinne oder deine Verluste? Das ist ein Werbegeschenk. Und jetzt geh endlich ein Stück zur Seite. Du bringst mir Unglück. Ich will, dass du den Tatsachen ins Auge siehst. Willst du unser ganzes Geld verspielen? Lass den Automaten in Ruhe. Du stehst jetzt endlich auf und kommst mit. Wir müssen Mason suchen. Ich scheine im Augenblick gerade Glück zu haben. Bleib noch Du willst mich wohl nicht verstehen. Ich renne hier durch das Casino und versuche herauszubekommen, ob irgendjemand diesen Mann gesehen hat. Und du sitzt hier und verspielst unser ganzes Geld. Ich sitze hier und verspiele unser Geld. Und hast du was rausgekriegt? Nein, keiner will ihn gesehen haben. Ich muss schon sagen, das ist wirklich irgendwie eigenartig. Was ist denn daran eigenartig? Wenn ich so viel Geld gewonnen hätte wie er, würde ich so schnell abhauen, dass ich dir der Kopf drehe. Ach, das würdest du wirklich tun, natürlich ja? Natürlich nicht ohne dich, Hase. Oh, natürlich nicht. Ich möchte nur wissen, wie ernst es dir damit ist. Sehr. Was ist denn nun mit Mason? Was soll schon sein? Sind dir die Ideen ausgegangen? Im Augenblick, ja. Siehst du, du hast auch kein Glück. Kannst du jetzt mal aufhören, über Gewinnen und Verlieren zu reden? Wer redet denn über das Verlieren? Ich rede über das Gewinnen. Übrigens habe ich auch an der Sache gearbeitet. Oh, du hast bestimmt den Raum mit mentaler Telepathie durchforstet. Nein, ich habe mit dem Polizeichef geredet. Er wird uns Mason bringen, sobald er ihn gefunden hat. Wunderbar. Tut mir leid, ich war furchtbar unfair. Ich habe dich unterschätzt. Na also, mein Liebling, warum nicht gleich so? Und nach getaner Arbeit können wir uns in Ruhe Las Vegas ansehen. Und wir beginnen hier. Kannst du dir vorstellen, dass eine Frau in der letzten Nacht $20,000 an diesem Automaten gewonnen hat? Kies, das ist alles gut und schön, aber darum geht es nicht. Deshalb sind wir nicht hier. Du kannst nicht alles der Polizei überlassen. Wir können hier nicht sitzen bleiben und abwarten und so tun, als würde uns das alles nichts angehen. Und Oh,
Ich glaube, es ist... Es ist ja großartig. Wir haben gewonnen. Das müssen wir alles aufheben. Wieso sagst du jetzt auf einmal, wir haben gewonnen? Ha? Ich dachte, was deins ist, ist doch meins. Ja, was mir gehört, wirklich gar nichts an, dann lieber das. Ja, das sieht doch gar nicht schlechter aus, hä? Ja, Platz ist er. Wer? Der da hinter mir steht. Na los, weiter. Was ist denn? Ich hatte so ein eigenartiges Gefühl. Und wie äußert sich das? So eine Art Schauer lief mir über den Rücken. Ich hatte das Empfinden, mein Herz bleibt stehen. Wegen eines plattfüßigen Cowboys. Arthur, es tut mir leid, ich würde gern rübergehen und ein paar Worte mit ihm reden. Entschuldigen Sie bitte. Natürlich, ich werde auch zu warten. Ich bin gleich wieder zurück. Was tust du hier? Ich nehme einen Drink. Und was tust du hier? Ich bin hier, um mich zu amüsieren. Na und? Plagt dich dein Gewissen? Nein. Du sitzt hier und starrst mich an. Es ist mir nicht bewusst, dass ich starre. Dann werde dir dessen bewusst. Ich möchte gern mal wissen, was das Ganze hier eigentlich soll. Es nennt sich Rendezvous. Ach, mit dem Hausarzt, klar. Grenzrichter. Neurologe? Nein, Chirurg. Du brauchst keinen Kummer zu haben wegen der Familienehre. Ich meine, wenn dich die Familienehre noch interessiert. Ich bin jedenfalls sicher, dass ich meinem neuen Bekannten zurückhaltend gegenüberstehe, was du bei Lydia Saunders nicht geschafft hast. Wieso kannst du damit nicht endlich aufhören? Ich sagte dir doch, ich bin nicht verantwortlich für den Inhalt der Story. Du hast genau gewusst, was darin vorkommen wird. Du willst doch jetzt nicht deine Verantwortung leugnen. Das kannst du mir nicht vormachen. Und die ganze Familie ist darüber entsetzt und verärgert, genauso wie ich. Ja. Diese gottverdammte Geschichte gleitet mir aus den Händen. Ich kann jetzt nichts mehr tun. Ich kann nur noch sagen, dass es mir unendlich leid tut. Du könntest noch eine ganze Menge tun, verstehst du? Statt hier rumzusitzen und dich zu entschuldigen, könntest du mal endlich etwas wirklich Konstruktives tun, oder willst du das etwa nicht? Hast du vielleicht einen Vorschlag? Nein, ich habe keinen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Frau die Familie durch den Dreck ziehen darf, ohne dass man sich dagegen zur Wehr setzt. Sie hat mir noch... Entschuldigen Sie bitte, ich hatte noch nicht das Vergnügen, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Donnelly. Ich habe von Ihnen schon gehört, Dr. Donnelly. Das freut mich. Entschuldigen Sie, meine Frau und ich haben gerade eine private Unterredung. Schon erledigt. Alles, was ich sagen wollte, habe ich dir gesagt. Ich freue mich, Sie kennengelernt zu haben, Mr. Kepler. Es ist angenehm, mal wieder mit einer Frau reden zu können. Ich habe nicht oft Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, der nicht zur Navy gehört. Und wenn ich mal draußen bin, freue ich mich, wenn ich andere Menschen treffe. Unter uns Soldaten wird nur über die Navy geredet. Ich hoffe, ich langweile Sie nicht mit meinem Geschwätz. Nein, natürlich nicht. Hin und wieder schätze ich eine gute Unterhaltung. Intellektuelle Stimulation. Freier Austausch von Ideen. Sie fahren nach Mexico City, hatten Sie gesagt. Mhm. Waren Sie schon mal dort? Ja, ich schon, aber mein Sohn noch nicht. Hey, wo willst du denn hin? Ja, man sollte früh anfangen zu verreisen, nicht wahr, Kleiner? Werden Sie lange dort unten sein? Ach, ich weiß noch nicht. Ich habe noch keinen konkreten Plan. Ich war noch nie in Mexico City, aber in Acapulco. Ich bin dort eine Woche im Oktober gewesen. 3 Tage lag ich wegen Unwohlsein im Bett. Es ist dort heiß und schwül, kein geeignetes Klima für mich. Das tut mir leid. Treffen Sie Ihren Mann dort? Ja, ich treffe ihn. Wir sind dort verabredet. Er ist ein Major bei der Armee. Ist das wahr? Nun, eigentlich ist er im Ruhestand. Wir machen ein paar Tage Ferien, endlich zu dritt. Wir wohnen in Santa Barbara, nicht, mein Süßer? Ich weiß nicht, wieso er überhaupt Ferien machen will. Wahrscheinlich, um Mexico City wiederzusehen. Einen anderen Grund wüsste ich nicht. Wir reisen nicht zusammen, weil er sich noch um einiges kümmern muss. Er hat an der Börse eine wichtige Angelegenheit zu regeln. Doch ansonsten ist er ein wundervoller Vater. Er liebt seinen Sohn sehr. Sie sind offensichtlich eine glücklich verheiratete Frau. Ja. Haben Sie auch Familie? Ich bin nicht verheiratet, falls Sie das meinen. Bei der Navy zu sein, bedeutet ein Leben mit vielen Entbehrungen zu führen. Es ist schwer, eine Frau zu finden, die das mitmacht. Sie können froh sein, dass Sie ein glückliches Familienleben haben und so einen süßen Sohn. Ja, ich habe wirklich Glück. Ich bin eine glückliche Frau. Und ich weiß es von Tag zu Tag mehr zu würdigen. Na? Willst du deine Flasche oder bist du satt? Gib mir meinen Sohn zurück, Tori. Gib ihn zurück. Denkst du,
Du könntest etwas herausfinden, wenn du rübergehst und das Haus des Majors beobachtest. Wenigstens für eine Weile. Wir müssen alles dran setzen, etwas herauszukriegen. Ich traue ihm nicht und ich glaube nicht, was er sagt. Ich bin ganz sicher, sie kommt zur Tür reingetanzt und er wartet schon auf gepackten Koffern. Ich wäre dir dankbar, wenn du mal nachsiehst. Klar, und was wirst du jetzt tun? Ich werde jetzt zum Krankenhaus fahren. Vielleicht ist da was passiert. Wo ist eigentlich Eden? Sie will ihren Dad um Hilfe bitten. Wir haben also alles getan, was wir konnten. Es ist aber noch nicht genug. Wenn sie weggefahren ist, entfernt sie sich von Minute zu Minute. Und wir sitzen hier und können nichts weiter tun. Denkst du, Tori nimmt noch dieses Zeug? Sie hat die Therapie nicht zu Ende gemacht. Sie ist verzweifelt, das ist klar. Es war mir noch nie so bewusst, Kane. Ich kann jetzt nachvollziehen, wie sie sich gefühlt hat. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass ich sie unter Druck gesetzt habe, also musste sie weglaufen. Ich gehe jetzt rüber zum Major. Ich rufe an, wenn was ist. Danke. Hallo, Mom. Ich kann dir nicht sagen, wie leid mir das tut. Ja, Mom, ich weiß. Es ist meine Schuld. Ich bin nur einige Sekunden weg gewesen, weil ich mir einen Kaffee machen wollte. Und als ich wieder zurückkam, war er weg. Ach, ich habe mich so dumm angestellt. Nein, Mom, dich trifft keine Schuld. Wie hättest du ahnen können, dass sowas passiert? Niemand gibt dir die Schuld. Sie liegt bei uns allen. Das Wichtigste ist, dass wir ihn so schnell wie möglich finden. Wie kann ich helfen? Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Wir versuchen, wir denken alle Möglichkeiten noch mal durch. Kannst du dich an irgendwas erinnern? Zum Beispiel im Raum. Ist dir da was aufgefallen? Nein, kein einziges Anzeichen, was sie vorhatte oder wo sie hin wollte oder irgendwas Verdächtiges. Nein, nichts. Ich kam wieder ins Zimmer und Chip war weg. Von Victoria war nichts zu sehen. Nur noch sein leeres Bett war da. Cruz. Ich hab solche Angst. Nicht doch. Hab keine Angst. Sie ist seine Mutter. Vergiss das nicht. Möchtest du lieber nach Hause, um dich hinzulegen? Eden kann nachher bei dir vorbeisehen. Nein, ich bleibe hier. Ich will euch doch helfen. Ich muss irgendetwas tun. Sonst überlebe ich das nicht. Egal was, bloß, dass man ihn wiederfindet. Ich würde alles geben, damit diese Schuldgefühle aufhören. Dieses Gefühl, ich habe vor dir versagt. Nein, Mama, hör auf. Du hast nicht versagt. Bitte sag sowas nicht nochmal. Mein Junge. Wollte man jemandem von uns beiden die Schuld geben, dann... Dann gewiss nicht dir, Ma. Können, meine Kurze. Ob die ihm wohl mal hochhelfen, dem Schmucken? Vielen Dank. Ich habe nie gelernt, auf solchen Hockern zu reiten. Die werfen mich immer wieder ab, im Gegensatz zu. Sie müssen es aber eine ganze Weile ausgehalten haben. Sind die Chips alle verfehlt? Na sicher, mein Kind. Und wenn Sie mit mir spielen, können Sie welche abbekommen. Übrigens meine ich damit nichts Unanständiges. Vorerst nicht. Kennen Sie schon das schöne Spiel, Wer ist der Mann auf dem Foto?
Nein, wie spielt man das? Es ist ganz einfach. Ich zeige Ihnen das Foto einer berühmten Persönlichkeit. Entweder Sie wissen, wer es ist, oder Sie wissen es nicht. Wenn Sie es wissen, bekommen Sie alles. Zeigen Sie mir schon das Foto. Das reicht jetzt. Nimm die Hand von der Dame. Und Sie, Miss, lassen auch Ihre Pfötchen von diesen kleinen Schmucken hier, verstanden? Und jetzt verduften Sie. Was soll das, bitte? Sie wollte mir gerade ein paar Informationen geben. Welche denn? Ihren Namen und Ihre Telefonnummer? Wann lernst du endlich, dass du ein verheirateter Mann bist? Vorbei mit den Junggesellentagen, Baby. Wieso kann man dich nicht mal für 10 Minuten allein lassen? Wieso denkst du immer nur so schlimme Dinge über mich? Weil sie leider wahr sind. Es ist mein Job, dich zu reformieren. Aber du machst es einem sehr schwer. Liebling, ich gebe dir mein großes Ehrenwort, dass ich außer Nachforschung bei dieser Frau nichts betrieben habe, weißt du? Oh, das nennt man also Nachforschung heutzutage. Ich würde sagen, ja. Ich habe kein besseres Wort. Nur schlechtere und originäre. Ich habe hier etwas für Sie. Diesen Brief habe ich in Victorias Zimmer gefunden, an Sie adressiert. Wieso geben Sie mir den so spät? Weil ich ihn leider gerade erst gefunden habe. Es lag eine Notiz dabei, dass ich Ihnen den Brief geben soll. Danke. Lieber Cruz, es tut mir leid, wenn ich dir und Eden mit dem, was ich getan habe, Kopfzerbrechen bereite, aber du hast mir keine andere Wahl gelassen. Ihr beide wolltet mir das Wichtigste in meinem Leben wegnehmen, meinen Sohn. Das konnte ich nicht zulassen. Ich weiß, ihr glaubt nicht, dass ich eine gute Mutter bin, aber das könnt ihr gar nicht beurteilen. In meinem Herzen bin ich sicher, dass ich die Einzige bin, die Chip die Liebe und Zuwendung geben kann, die er braucht. Ich verspreche dir, ich werde dich von Zeit zu Zeit darüber informieren, wie es Chip geht. Aber das wird der einzige Kontakt sein, den ich erlaube. Vielleicht wirst du eines Tages verstehen, warum ich das tun musste. Ich verspreche dir auch, dass ich für Chip bestens sorgen werde, denn ich liebe ihn sehr. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Verdammt. Was hat sie geschrieben? Ist Chip okay? Nach dem, was sie schreibt, ja. Ich möchte wissen, wie viel Stoff sie geschluckt hat, um das schreiben zu können. Hat sie vielleicht in der Notiz einen Hinweis hinterlassen, wo sie zu finden ist? Nein, nichts. Sie hat nur geschrieben, dass es Ihnen gut geht und dass ich den Brief an Sie weiterreichen soll. Was willst du jetzt tun? Ich werde mit Eden reden. Falls es etwas Neues gibt, erreicht ihr mich bei den Capwords. Vielen Dank nochmal für den Brief. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht weiterhelfen konnte. Ich bin erst einmal froh zu wissen, dass es Chip gut geht. Es wäre schön, wenn wir das Gleiche von seiner Mutter sagen könnten. Bevor ich dann gehe, Kane, würde ich gern mit Ihnen reden. Können Sie eine Minute opfern? Sie hatte wundervolle schwarze Haare. Wir haben uns in Hongkong getroffen und ich war nahe dran, sie zu heiraten. Aber die Sterne waren einfach gegen uns. Sie kennen wahrscheinlich solche verzwickten Situationen auch. Na, wer kennt sie? Tori, ich versuche nicht, dir Chip wegzunehmen. Warum ist es so schwer für dich, das zu verstehen? Hey, kleiner Mann, wie geht's dir? Wärst du gern mit der Eisenbahn? Nein, es gefällt ihr nicht. Was machen bitte wir denn da? Bitte hören Sie auf. Entschuldigen Sie, ich wollte Ihnen nur ablenken. Nein, das ist Mamas Tasche. Die kannst du nicht zum Spielen haben. Na, komm her. Vielleicht, wie wär's hiermit? Willst hat du deine er die Windeln Flasche? Voll. Lieutenant Barlow, ich bin bestimmt in der Lage, auf meinen Sohn selbst zu achten. Lassen Sie uns in Ruhe. Entschuldigung, tut mir leid. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Das geht Sie doch überhaupt nichts an. Warte, Schätzchen. Ja, ich werde mal lieber komm rausgehen, her. Denke ich. Ja. Willst du noch ein bisschen aus deiner Flasche trinken, ja? Komm zu Mami. Komm, du kleiner Wildfang, komm auf Mamis Schoß. Hier, mein Baby. Das schmeckt. Ich werde niemals aufhören, nach euch zu suchen, Tori. Du sollst mich endlich in Ruhe lassen. Ja, du trinkst aus deiner Flasche. Mami wird sich auch was Feines genehmigen. Hier, nimm, komm, trink. Nein, das ist nichts für dich. Komm, Schätzchen, nein, 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 das ist nicht zum Spielen. Du hast dein Fläschchen und das ist für Mami. Dann wird die Mami gleich ganz ruhig. Kies! Was? Warum hörst du
hörst du jetzt nicht einfach auf? Du lässt dir die Chips auszahlen und suchst nach mehr. Man hört nicht auf, wenn man gewinnt. Ich habe eine Glückssträhne. Du hast keine Ahnung vom Spielen. Ganz im Gegenteil, man verdoppelt. Kies, bitte, bitte, tu das nicht. Warum du stürzt uns ins Unglück. Wir müssen Mason Keppel finden, komm. Herzchen, wenn ich genug Geld gewonnen habe, ist mir Mason absolut egal. Verstehst du? Wir brauchen weder vor CC noch vor Julia Angst zu haben. Quatsch, ich habe ja gar keine. Aber ich habe Angst vor dir. Nur dumme Menschen spielen weiter, wenn sie gewonnen haben. Kluge behalten das Geld. Nur Besessene spielen weiter, so lange, bis sie nichts mehr besitzen. Ich stelle fest, dass du nicht die ideale Begleiterin für mich bist, weil du keine Nerven hast. Sieh mal zu, was ich jetzt mache. Kies, hör auf, bitte. Ich setze alles. Tu's nicht. Nein. Sind die Vorbereitungen für die Hochzeit schon im Gange? Nein, noch nicht. Wir waren bis jetzt zu sehr mit anderen beschäftigt. Andrea besonders. Naja, das wissen Sie ja. Ja, allerdings. Sie gehört zu meinen tüchtigsten Mitarbeitern. Aber sie sollte ihr Privatleben nicht vernachlässigen. Oh, wir werden das schon schaffen. Keine Sorge. Da bin ich ganz sicher. Was macht eigentlich Ming Li? Hat sie sich schon ein wenig an das Leben in Amerika gewöhnt? Wozu wollen Sie das wissen? Sie dürfen nicht denken, dass ich Sie ausfragen will. Ich bin bloß schrecklich neugierig, wie sich Ming Li hier eingelebt hat. Das ist alles. Ich fühle mich für das Mädchen etwas verantwortlich. Ich habe ihr schließlich geholfen, hier einzureisen. Es geht ihr gut. Das freut mich. Ich kann mir vorstellen, dass es im Moment etwas anstrengend für Sie und Andrea ist, jetzt wo Ming Li bei Ihnen wohnt. Sie müssen sich alle ein wenig anpassen, die ganze Familie. Das schaffen wir schon. Scheint aber nicht leicht zu sein. Wir würden es ein bisschen besser in den Griff bekommen, wenn Andrea mehr Zeit für die Familie hätte. Aber das kriegen wir auch noch hin. Was für Sorgen haben Sie denn? Ich meine, gibt es Probleme zwischen Ming Li und Andrea oder Ming Li und Ihnen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich habe noch eine Menge zu tun, bevor ich losfahre und würde gern anfangen. Ja, bitte, nichts dagegen. Aber ich mache mir doch Sorgen und, ich dachte, ich sollte Ihnen meine Hilfe anbieten. Ich hoffe, Sie lassen sich von mir helfen. Oh, danke. Vielen Dank für Ihr Angebot. Gute Nacht dann. Und bitte viele Grüße an Ming Li. Natürlich. Da wären wir. Ich danke Ihnen. Es war wirklich ein sehr schöner Abend. Ich sollte mich bei Ihnen bedanken. Ich hatte auch einen wunderschönen Abend. Es tut mir leid, es hätte noch angenehmer werden können. Ohne die Anwesenheit von Cici, es sind da einige Unklarheiten zwischen uns. Ich würde mich gern dafür entschuldigen. Sophia, entschuldigen Sie sich bitte nicht. Ich bin fasziniert von Ihnen. Alles andere ist nicht wichtig. Das ist das erste Mal, dass jemand meine Probleme faszinierend findet. Möchten Sie einen Drink haben? Unbedingt. Nehmen Sie sich selbst. Vielen Dank. Möchten Sie auch etwas? Ja, ich würde gerne einen Cognac trinken. Ein Cognac wird uns gut tun. Sie sind jetzt seit fast einem Monat geschieden, nicht Danke. Wahr? Ja. Ja. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Die ersten 4 Monate sind die härtesten. Ach ja, ich brauche sicher noch einige Zeit, bis ich damit klarkomme, allein zu sein. Ich habe es vermisst, mit jemandem zu reden. Das war sehr schwer für mich. Ich verstehe Sie. Sehen Sie, es ist mein Heim. Ich vermisse mein Heim. Diese Wohnung ist sehr schön, aber ich fühle mich hier nicht zu Hause, weil das alles nicht mir gehört. Bis zum heutigen Tag hasse ich nichts mehr auf der Welt, als in eine menschenleere Wohnung zurückzukehren. Trinken wir darauf, dass unsere Häuser nicht mehr leer bleiben. Ich würde mich freuen. Wahrscheinlich hätte ich es zulassen sollen, als Cruz Chip holen wollte. Mach dir doch jetzt bitte keine Vorwürfe. Wenn er ihn geholt hätte, wäre er im Unrecht. Es hätte seine Beziehung zu Chip zerstören können. Aber durch mich ist der Prozess aufgehalten worden. Als er erfahren hatte, dass Chip sein Sohn ist, wollte er vor Gericht sofort das Sorgerecht beantragen. Er hat es nicht getan, weil er Angst vor meiner Reaktion hatte. Wahrscheinlich war ich nicht sehr aufmunternd. Hör jetzt auf damit. Red nicht so. Das ist alles Unsinn, verstehst du?
Es ist eine schwierige Situation für dich, das wissen wir alle, und du hast dir überhaupt nichts vorzuwerfen, denk daran. Es ist nun mal passiert. Es ist Vergangenheit, du kannst es nicht mehr rückgängig machen und es wird dir auch nicht helfen, Chip wiederzufinden. Ja. Okay? Wir finden Victoria. Es kommt wieder in Ordnung und du hörst auf, dir Vorwürfe zu machen. Okay. Gut. Hallo, ihr beiden. Liebling. Hallo. Gibt es was Neues? Philip Hamilton gab mir einen Brief von Tori. Sie schreibt, dass es Chip gut geht und sie will mich von Zeit zu Zeit wissen lassen, was sie machen. Jetzt wissen wir wenigstens, dass er bei ihr ist und dass es ihm gut geht. Ja, aber dass sie diesen Brief geschrieben hat, muss noch lange nicht bedeuten, dass ihre Verfassung in Ordnung ist. Er hört sich aber sehr bestimmt an, als wenn sie sich unter Kontrolle hätte. Aber das muss ja nicht wirklich so sein. Ich hatte vorhin schon zu Ihnen gesagt, ich helfe euch natürlich, soweit es mir möglich ist. Danke, Mr. C. Wollen wir nach Hause gehen? Nein, eigentlich wollte ich dir nur den Brief zeigen. Ich will in die Agentur fahren, um dort zu sein, falls Anrufe Liebling, kommen. Liebling, es ist schon spät. Sie können dich bei uns besser erreichen als in der Agentur. Denkst du nicht auch? Nein, es ist mir lieber, dort zu warten. Cruz, sie werden dich auch zu Hause erreichen. Oder nicht? Ja, da hast du recht. Komm, wir gehen. Danke für die Hilfe. Noch habe ich nichts getan. Aber das werde ich. Ich danke dir, Daddy. Nichts zu danken, mein Schatz. Wir sehen uns dann. Sophia, wollen Sie andeuten, dass ich jetzt besser nach Hause gehen soll? Ich erwarte morgen früh sehr wichtige Anrufe von Kunden aus New York und Europa und da muss ich wohl oder übel früh aufstehen. Und was würde passieren, wenn ich hier bliebe? Nur ein Stündchen noch. Ach, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber es geht wirklich nicht. Ist es tatsächlich Ihr Ernst, dass wir diesen wunderschönen Abend so abrupt beenden sollten? Sind wir beide nicht seit Stunden zusammen, Arthur? Ja, ich denke, wir sollten uns für heute trennen. Unsere Freundschaft sollte nicht zu sehr strapaziert werden. Ich bin da etwas anderer Meinung als Sie. Es kann unserer Freundschaft doch wohl nicht schaden, wenn wir uns eine Stunde länger sehen. Im Gegenteil, es würde ihr gut tun. Oh, ich genieße es, mit Ihnen zusammen zu sein. Es ist wirklich so. Aber ich denke, wir sollten uns noch etwas Zeit lassen. Ich bin noch nicht in der Lage, etwas Neues in mein Leben zu lassen. Können Sie das verstehen? Ja, das kann ich. Also gut. Sie sind eine bemerkenswerte Frau, Sophia. Tja. Also dann. Ich würde Sie gern morgen Vormittag anrufen, wenn Sie nichts dagegen haben. Darf ich? Ja, Sie dürfen. Gute Nacht. Gute Nacht. Thank you.
bist du, Tori? Wirst du zurückkommen? Victoria. Ist alles in Ordnung mit euch? Ja, wie du siehst, sind wir beide gesund. Ich konnte es nicht verantworten. Ich hatte Chip auf meinem Arm und die Tablettenflasche in der Hand und ich dachte, dass ich laut losschreien müsste. Was kann ich Chip denn bieten, wenn mein Leben zerstört ist? Wo warst du? In einem Zug nach nirgendwo. Hast du meinen Brief erhalten? Ja, leider erst vor kurzem. Besser ihr sorgt für ihn. Es war ein Fehler. Er hat von Anfang an hierher gehört. Aber ich war so dumm. Ich habe gedacht, ich könnte ihm meine Liebe zeigen, indem ich einfach immer für ihn da bin. Doch jetzt weiß ich, dass ich ihm viel mehr Liebe geben kann, wenn ich von ihm fernbleibe. Wenigstens eine Weile. Und wenn es mir wieder gut geht, dann können wir uns zusammensetzen und gemeinsam überlegen, was die beste Lösung wäre. Das wäre doch fair für uns alle. Ich bin sicher, dass das geht, aber das Wichtigste ist, dass du jetzt erst mal wieder gesund wirst, Tori. Unser Sohn braucht seine Mutter. Und ich habe kein Interesse daran, dich von seinem Leben fernzuhalten. Ich danke dir, dass du das sagst. Eden, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber es tut mir schrecklich leid. Schon gut. Ich bin froh, dass du hier bist und dass alles in Ordnung ist. Ich hoffe, dass alles gut wird. Wenn du etwas brauchst, du weißt, dass wir für dich da sind. Ich danke euch. Tori, wo gehst du jetzt hin? Ich gehe nach Hause. Mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Eines Tages wirst du wissen, wie sehr. Ich weiß es schon jetzt. Passt auf ihn auf. Sich das nicht machen lassen, denke ich. Hatte ich dir nicht gesagt, du sollst die Chips einlösen? Hatte ich dir das gesagt oder nicht? Aber nein, nein, du weißt alles besser, weil du natürlich so einmalig schlau sein willst. Du kannst ja auch spielen wie kein anderer, nur dass du ein Vermögen verlierst. Weißt du, es ist doch bloß Geld, wie es kommt, so geht's. Bist du wahnsinnig? Weißt du, wie viel Geld du hier verloren hast? Was soll's, Hase? Wir sind wieder bei Null, wo wir angefangen haben. Es waren doch bloß ein paar Chips. Wir sind bei Null angelangt? Bist du verrückt geworden? Du hast mehr Geld verloren, als du je hattest. Du scheinst doch noch stolz darauf zu sein, dass du alle meine Kreditkarten überziehst. Na gut, ich bin zu weit gegangen. Zu weit gegangen? Das ist zu einfach, mein Liebster. Ich würde dich in die Zwangsjacke stecken, wenn ich könnte. Wozu rede ich denn noch mit dir? Ich kann's ja doch nicht mehr ändern. Du bist so verständnisvoll. Ich meine... Was soll, solange wir für heute Nacht noch ein Bett zum Schlafen haben und nicht im Park übernachten müssen. Unser Zimmer ist doch bezahlt, hoffe ich. Du hast das Zimmer doch vorher bezahlt. Es ist eine warme Nacht. Was? Bist du von allen guten Geistern fern? Hast du unser ganzes Geld zu verspielen? Wo sollen wir denn heute schlafen, du Idiot? Victoria! Ein Glück, du bist wieder da. Es tut mir so leid. Verzeih mir. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Alles in Ordnung? Ja. Wo ist Jim? Er ist dort, wo er jetzt hingehört, bei seinem Vater. Ich denke, das ist das Beste. Wenigstens so lange, bis du gesund bist. Komm, setz dich. Bist du böse auf mich? Aber nein, natürlich nicht. Kannst du dir vorstellen, was ich durchgemacht habe, als du nicht hier warst? Ich dachte, ich werde das Richtige tun, aber da habe ich mich wohl geirrt. Was wirst du jetzt tun? Hast du dir das schon überlegt? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht. Ich habe das Gefühl, kraftlos zu sein. Philipp, du hast mir die ganzen Monate sehr geholfen. Ich wollte dich fragen, hilfst du mir auch weiterhin? Kannst du dich erinnern, dass ich mich jemals geweigert habe, dir zu helfen? Du solltest eigentlich wissen, dass ich alles für dich tun würde. Alles, was du willst. Ich will, dass es mir besser geht. Aber ich kann nicht mehr in diese Klinik zurückgehen. Ich will, dass du mir hilfst, bitte. Ich habe gerade Kane angerufen, um ihm die Neuigkeit mitzuteilen. Und morgen früh werde ich es Daddy sagen. Leg ihn doch hin. Denkst du nicht, dass es Zeit für ihn ist zum Schlafen? Er kann sich noch das Buch ansehen und noch ein paar Minuten bei mir sitzen. Cruz,
Dein Sohn ist jetzt hier. Du wirst dein ganzes Leben mit ihm verbringen können. Ja, das weiß ich. Denkst du nicht, dass man jede Sekunde genießen sollte? So ging es mir damals auch, als ich mich in dich verliebt hatte. Ich habe mich gerade eben wieder daran erinnert. Das Leben vergeht so schnell. Bevor du dich versiehst, ist es wieder vorbei. Deswegen genieße ich jeden Moment. Ich habe so lange auf meinen Sohn gewartet. Obwohl es eine Zeit gegeben hat, da hatte ich nicht geglaubt, dass ich eine Chance kriege. Doch ich hätte nicht aufgeben können. Verstehst du das? Und er hat mir die Kraft gegeben.